Hey Leute, eigentlich sollte ja für heute Schluss sein, aber mal zu Stream-Zuschauer. Ihr seid ihnen. Das ist die verkackteste Aufnahme überhaupt. Ja, wir machen weiter. Das hier ist das nächste Level. Der Wächter von Semerket. Es klingt sehr cool. Ist es auch, denn es ist sehr kurz und ich habe eine realistische Chance. So, diese komischen Reifendinger sehe ich jetzt zum ersten Mal. einfach durchrollen. Das überlege ich mir sofort. Was mit morgen? Oh nein! Lol. So, wir haben diesen Reifen geschafft. Und ich werde gefragt, ob ich auch Horrorspiele spielen möchte, oder werde. Ja, also dagegen spricht nichts, nur nicht mehr heute. Also ich meine, hier, da habt ihr ja schon ein Horrorspiel. Ich brauche für heute kein weiteres. Echt nicht. Wirklich nicht. So, das hier ist jetzt ein zeitgesteuerter Raum. Er wird dich in Scheiben schneiden, wenn du nicht schnell bist. Ja, bis 4.20 Uhr sollte ich mit dem Stream schon durchhalten. Was? Spinnst du? 4.20 Uhr? Ah, das war doof von mir. Man muss dieses Rad tatsächlich ein bisschen länger drehen. Habe ich letztes Mal instinktiv gemacht. Dieses Mal dachte ich so, da muss man nicht. Geht schon. Geht schon. Lassen wir es 2 Umdrehungen sein. Ich bin dafür, dass die nächste Pause lediglich dem Schlafen dient und morgen früh geht's weiter. Nein. Aber nach dem Level ist dann wirklich Schluss. So, morgen ist auch ein Tag und der beginnt gleich. Ja klar, bei einem Horrorspiel wären Spoiler natürlich nicht so okay. Aber ich glaube, ich habe auch keine Spoiler-Onkel. Spoiler-Onkel ist aber ganz nebenbei mal so eine coole Bezeichnung dafür. 4, 5, 6, 7, 8. Ich probiere es mal mit 8 Umdrehungen. Mehr waren es letztes Mal auch nicht. So, ja, die Tür dahinter ist offen, ganz viele schöne Rasierklingen, neue Frisur für Lara, yay. Oder so. Und als wäre das noch nicht genug gewesen. Mhm. Einfach ein letztes Fuck you. So, runter hier. Ich mag dieses Level wirklich ein bisschen mehr als das letzte. Mehr als nur ein bisschen mehr. Mehr als nur ein bisschen mehr. Das klingt dämlich. Pro 10 Subs mehr, eine Stunde länger. Nein. Wie wär's? Nein. Aber verlockendes Angebot auf jeden Fall. Pro 10 Euro Spende. Da kann man natürlich nochmal... Nein, aber ich glaube, mich verlässt auch langsam wirklich die Kraft für heute. Mhm. So, wollen wir schauen. Wir hatten dieses Teil dort gesammelt. Was ist das eigentlich? Goldener Vrell. Okay. Ihr habt mich immer gefragt, ginge das da nicht leichter?
So, was haben wir jetzt, was zur Hölle haben wir da getan? Ach so, ja, wir haben diese komische kleine Pyramide geformt. Das ist der Wächterschlüssel und den Wächter werden wir gleich kennenlernen. Ich mag den Wächter nicht. Ich mag den Wächter wirklich nicht. Aber er mag mich nicht, also ist es fair irgendwie. Lass erstmal die Uzis ausrüsten. Wir wollen ja nicht, dass ein Missgeschick passiert. Ups. Inside. Das Spiel Inside kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur Game Inside, aber das ist was anderes. Kann mal schauen, was das ist. Ja, wir holen uns... Es gibt 3 Secrets in dem Level für die Aufnahmezuschauer nochmal. Das erste nennen wir jetzt mal Sprossen-Secret und das holen wir uns jetzt schon. Ja, Factorio ist natürlich wirklich ein Spiel, wenn man da dran sitzt und voll drin ist. Dann kommt man da nicht mehr los. Okay, alle Leute sagen gerade, Inside ist mega geil. Kannst du das mal notieren, Mathe? Ach, Gronkh Let's Play das. Deshalb kann sie sich's merken. okay. Na gut. Die kann es sich nicht merken, weil ich es Let's Play, weil ich es streamen soll. Aber weil Gronkh es Let's Playt, geht das natürlich. Na gut. Okay, weiter. Ja, jetzt kommt schon, das war Factorio Blind. Was sollte ich denn tun? So sieht Factorio Blind nun mal aus. Was ist mit euch los, ihr komischen Typen? Och, nee, vergesst es. Wir holen uns die Munition, die da liegt, aber das war's. Ne, Moment mal, wenn ich mich fallen lasse, komme ich nicht mehr hoch. Ja gut, wir probieren das mit den Feuerfallen. Weil die Sache ist, ich kann auch nicht die ganze Munition liegen lassen. Ich könnte aber die Sachen in den Feuerfallen liegen lassen. Sicher, dass ich nicht mehr hochkomme, Petruschka? Ich meine, wofür ist denn die Leiter hier? Peter, Frank und Freta im Koop bei Borderlands. Wie cool klingt denn eigentlich Peter, Frank und Freta? So, das war Secret Nummer 1. Die Leiter war nur eine Illusion. Wie gerade indirekt gesagt wurde, man muss nicht kompetent spielen, um diese Challenge zu schaffen. Ich denke nur so, doch, doch, doch. Ja, komm ruhig. Komm ruhig, Bulle, komm ruhig. Komm ruhig. Ach, der kommt von hinten, was? Stimmt. So, ich muss den Hebel angeblich noch nicht ziehen. Da kommen nämlich noch Secret Nummer 3 und dann muss ich schauen, wo Secret Nummer 2 ist. Das weiß ich nämlich nicht. Aber da ich es bei Secret Nummer 3 weiß, kann ich mir es wenigstens kurz noch holen. Das ist ein Level ganz nach meinem Geschmack. Die Reihenfolge der Secrets ist egal. Es ist kurz. Schön sonnig.
Man hat einen Freund in Form eines Tiers, das einen ummähen möchte. Kann der hier hoch? Der kann hier gar nicht hoch. Boah, ist der doof. Ah, tu da nicht. Tu da besser nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Tu da besser nicht. So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall mit der Fackel wieder das Feuer von da hinten. Das klingt falsch. Nachdem man Chili gegessen hat, kann man Feuer von da hinten holen. Und vorbei an dem Schinken. Der Bulle ist ein Schinkenwesen. Und lässt die Welt an sich genießen. Das öffnet die Tür zu Secret Nummer 3 und da sind wir sicher, glaube ich. Blablabla. Das war nicht der Secret Sound. Secret Sound of Mana. Und das ist so gemein. Nicht nur töten sie dich für jedes Item, das du aufhältst, sondern diese Kugel. Die ist ja wohl mega dreist. Wir knacken die 5 Stunden mit dem Stream. Das wäre irgendwie episch. Oh! Die Falle war mir gar nicht bewusst. So, das war Secret Nummer 3. Die Kugel ist aber auch echt lächerlich. Also wer durch die Kugel stirbt, das ist echt, naja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was man machen muss, um durch diese Kugel zu sterben. Und ich habe das Secret Secret Nummer 3 genannt, weil es halt das Secret mit der Nummer 3 in diesem Walkthrough ist, in dem ich nachgucke, wie viele Secrets es gibt und ob ich sie verpasst habe. Nein! Es gibt hier einen Hebel. Sicherlich nicht umsonst. Wenn ich doch nur wüsste, was er tat. War es nicht so, dass man den Bullen diese Tür einrennen lassen konnte? Oh nee! Nee, nee, lass das. Oh Gott! Ich will, dass du mich jetzt anrempelst. Tu es. Okay, das hat wehgetan. Aber die Tür ist offen. Scheiße. Es hat schon wieder wehgetan. Warum tut's immer weh? Okay, Raum mit großen Augen. Ah, okay, das ist... Nein. Ich habe ein bisschen Angst vor den Bullen. Ich weiß nicht, wo wir hier in Sicherheit kommen. Und der hat uns schon ziemlich angeknabbert. Ziemlich. Wenn man ziemlich zweimal sagt, wird es dann ziemlicher oder... Also wird es dann weniger oder mehr? Ich weiß es nicht. Die Augensymbole machen auf jeden Fall nichts. Die sind doof. Ich finde die langweilig. Mach die mal weg. Mach mal, kratz mal die Augen da weg. Die sehen doof aus. Ach, ich bin doof.
Gerade ist alles so ein bisschen doof in meiner Welt. Ah, nein. Ich will nicht jetzt sterben, Mann. Wo soll ich denn hier hoch? Ich bin so doof. Wenn jetzt kommt jemand, er war in 5 Minuten durch diesen Raum durch und hat dabei 20 Medipacks gesammelt. Die Augen einrennen lassen an den Säulen. Ja, wie soll ich da rankommen? Okay, eigentlich ist das nicht so weit hergeholt. Aber wir müssen es hinbekommen, dass er noch mehr Sachen einrennt, ohne uns dabei zu töten. Okay, ich dachte eigentlich, das Level wäre einfach. Damit hat er eins eingerannt. Da ist eine Tür geöffnet worden. Reicht das schon? Ich renne rein. Ich muss von dem Stier weg. Wenn das reicht, ist doch super. Okay, er folgt uns weiter. Ich bin kurz vor Levelende. Ist das gut? Weiß es nicht. Also ich habe erst mal 2. Oh ja, genau, fick dich doch. Ach, scheiße. Und es ist eine Zwischensequenz, die ich nicht abbrechen kann. Wie oft soll das eigentlich noch passieren? Mann. Und nochmal an den Chat zur Erklärung, es gibt halt diesen Delay. Also, als ihr geschrieben habt, stopp, hör auf und so weiter, war ich schon längst durch. Das ist doof. Wir machen es nochmal. Ich mach das jetzt. Punkt. Ich will jetzt dieses Level hier noch machen. Weil es wäre irgendwie schön, wenn der Stream sowas wie ein Good Ending hätte. Aber es tut mir auch leid, dass ihr euch das jetzt nochmal ansehen dürft. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Eigentlich müsste es echt eine Extra-Regel für Level-Enden geben. Das ist doch unfair. Sie hätten sie in Rot markieren müssen. Ja, ein Schild mit Level-Ende drauf. Wie wär's damit? Warum nicht? Ist das denn so absurd? Das Spiel würde dadurch nicht wirklich leichter oder so. Ja, jetzt bin ich es plötzlich, der euch gequält. Alles klar. Aber dieses Mal schaffen wir es. Also, ganz ehrlich, ich weiß jetzt, wo ich nicht hin soll. Eigentlich müsste ich vorher in einem Walkthrough irgendwie, also in einem Video-Walkthrough, mir mal die letzten paar Sekunden ansehen, damit ich bloß nicht versehentlich das Level schaffe. Was ist das denn für ein Spiel, bei dem man das machen muss? Ach. Ach. Was war denn das jetzt? Das ist mega gay. Wow. Marco, dieser Stream rettet meine Nacht. Ich freue mich sehr, wirklich. Aber ich wünschte, wir wären weiter. Ich wünschte wirklich, wir wären weiter. Das hat keinen Sinn mehr, Leute. Wir gehen. Haha. Ups, drehen.
nach diesem Level, ich trage es gerade nochmal laut vor in getragenem Duktus, nach diesem Level haben wir 40 von 70 Secrets. Mega geil. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag je kommen wird. Oh, jetzt darf ich mir den Schwachsinn wieder ansehen. Oh, Leute, es tut mir so leid. Ihr müsst ihn euch ja auch ansehen. Zimtstein, gute Nacht, Zimtstein. Und glaub mir, du wirst vermutlich so vom Spiel her nichts verpassen eigentlich. Wir waren ja schon mal durch. Aber natürlich wirst du verpassen, dass ich jetzt voll in Höchstform bin und die mega coolen Witze raushau, einen nach dem anderen, Junge. Nein, auch das nicht. Der Strahl tötet mich? Das wusste ich gar nicht. Lol. Aber ich bin ja nicht tot. Ich bin nie an diesem Strahl gestorben. Aber cool, das mal rauszufinden. Das macht das Level irgendwie doppelt gemein. Oh, das ist die Tür, durch die wir später weiter müssen. Erstmal das Hangel-Secret. Das Sprossen-Secret. Also die Secrets treiben mich ja am meisten in den Wahnsinn. Wären die nicht, dann wäre es so viel einfacher. Das ist ein guter Hinweis. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Während dem